Kofeld bleibt Bremer, er bleibt unser Trainer, das dürfte ziemlich sicher sein, auch wenn es ein bisschen Verwirrung gab. Bremer, die Pressemitteilung, in der es verkündet wurde, kurzzeitig wieder von der Seite genommen. Die Deichstube hat das alles aber noch sehr ausführlich zusammengefasst. Da wird auch Baumann mit den Worten zitiert, dass man die Entwicklung der Mannschaft sehe und dass man dementsprechend auch Kofeld eine Chance geben wolle, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und dass das Ziel der Klassenerhalt sein müsse und die Mannschaft dann im kommenden Jahr entsprechend weiterzuentwickeln. So, das sind wahrscheinlich die Fakten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt den großen Aufschrei, Werder Familie, Werder lernt nicht aus Fehlern, dreimal den gleichen Fehler machen. Das ist absolut nachvollziehbar und wahrscheinlich auch normal, dass es jetzt bei einigen halt einfach so rüberkommt. Aber wie gesagt, unabhängig davon, dass es die total logische Konsequenz ist, gibt es dann einfach auch Gründe, die absolut pro Kofeld sprechen. Eins vorab, ein Satz von Kofeld, den er vor ein paar Wochen gesagt hat, den ich nach wie vor sehr wichtig finde, weil es als Fan, das merke ich auch immer wieder, sehr, sehr schwer fällt, einfach zu differenzieren zwischen unterschiedlichen Fällen. Alle drei Personen, sei es Skripnik, Nuri und Kofeld, waren alle individuelle Typen und man sieht bei allen oder hat bei allen in den ersten Wochen schon unterschiedliche Stärken oder auch Defizite gesehen. Natürlich kann man jetzt sagen, alle drei waren erstmal eine Interimslösung, alle drei kamen aus dem Amateurbereich und alle drei hatten auch einen direkten Aufschwung und sind dann halt irgendwie nach einer guten Phase plötzlich wieder eiskalt runtergesagt. Natürlich, das ist, es ist kein Gegenbeweis da und auch Kofeld könnte diesen Gegenbeweis erst in einigen Monaten erbringen, dass es bei ihm nicht so passieren wird. Auf der anderen Seite bleibt uns als Fans aber doch auch gar nichts anderes übrig, als jetzt vollkommen hinter dieser Entscheidung zu stehen und Kofeld zu unterstützen. Ich sage auch ganz ehrlich, diese Entscheidung ist auch für Baumann nicht risikolos, denn an diesem Trainer oder an dieser Entscheidung wird auch er wahrscheinlich ganz schön doll gemessen werden. Aber ich sehe persönlich in Kofeld auch ein großes Talent als Trainer. Allerdings ist genau das dieses Problem, dass er halt für mich nach wie vor diesen Talentstatus hat. Es ist halt auch einfach so, dass Kofeld zwar schon ein bisschen dazulernt immer von Spiel zu Spiel, aber dass er natürlich halt auch ein bisschen matchbezogen auch einige Dinge falsch gemacht hat. Natürlich fällt uns das im Nachhinein immer einfach darüber zu philosophieren und wenn Sachen schief gehen, dann irgendwie die Keule auszupacken und dann irgendwie drauf zu klatschen. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht, weil ich finde das ja auch gar nicht unnormal, dass das passiert. Und ich sehe auch die ganzen guten Dinge, die passiert sind. Aber ich habe es schon mal gesagt, das Problem ist, dass Werder sich gerade in eine Situation gebracht hat, in der man gerade von außen auch auf Führungsebene sich wenig Fehler erlauben kann. Und das sind natürlich so Spiele wie bei der Eintracht oder gegen Mainz, wo man halt einfach vielleicht individuell falsch gewechselt hat oder auch einfach die Reaktion im Spielverlauf halt einfach von der Außenlinie nicht so kam, wie sie hätte sein sollen. Einfach auch mal vielleicht tödlich, das ist Fakt. Aber ich sage auch ganz ehrlich, der Markt gibt auch nicht so viel Besseres her. Natürlich, Jens Keller, eine von mir häufig genannte Wunschlösung. Trotzdem gibt Kofeld aber gerade einfach auch nicht viele Argumente dafür, dass man ihn jetzt irgendwie austauschen müssen. Natürlich 10 Punkte aus 7 Spielen, das ist keine Kunst. Wenn man das allerdings in den Kontext setzt, wie wir davor aufgetreten sind, wie viele Punkte wir davor hatten, dann ist das natürlich eine deutliche Steigerung. Gerade die Auftritte der Mannschaft. Bis auf einen totalen Rückfall gegen die Leverkusener und sehr desolate zweite Halbzeit gegen Mainz. Und auch für alle, die irgendwie einen anderen Trainer eine größere Lösung fordern, sei auch gesagt, man hat doch auch so ein bisschen erahnen können, wie schwer sich Werder tat, bevor man dann irgendwie Kofeld berufen hat, zur A-Lösung, beziehungsweise erstmal zur Interimslösung. Es kommt kein Trainer gerade freiwillig irgendwie aus einem festen Vertrag zu Werder. Es ist auch wahrscheinlich trotzdem nach wie vor schwer finanzierbar. Und auch die verfügbaren Lösungen sind bis auf Keller gerade für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das wird auf jeden Fall besser als mit Kofeld. Und selbst bei Keller hätten wir keine Garantie dafür. Und an so Leute wie Schubert, Labbadia möchte ich überhaupt gar nicht erst denken. Deshalb sollten wir doch irgendwie einfach nur in dieser Situation sein, dass wir diese Entscheidung jetzt einfach irgendwie akzeptieren müssen auf irgendeine Art und Weise, dass wir sie mittragen müssen, aber vor allen Dingen jetzt auch den Trainer bei seinen Aufgaben natürlich auch vollkommen unterstützen müssen. Ich glaube, das Bremer Publikum hat auch seit Jahren bewiesen, dass man ein Gespür hat für solche Situationen und gerade dann nochmal doppelt und dreifach da ist, um alle Leute zu unterstützen, so gut es geht. Kofeld, wenn er jetzt irgendwie Trainer wird, der muss natürlich jetzt halt auch irgendwie so ein bisschen diese majestätischen Trainereier auf den Tisch klatschen und auch damit die Leute draußen halt irgendwie sehen, da ist jetzt auch einfach so ein Typ am Ruder, zeigen, er möchte da einfach was bewirken, bewegen. Hat er ja schon teilweise spielerisch getan. Trotzdem, wie gesagt, sind Defizite da. Dass wir da natürlich auf Fanseite meckern, ist absolut menschlich. Dass wir aber dann irgendwie aufpassen müssen, über der Gürtellinie zu bleiben. Da möchte ich halt echt gerne an jeden appellieren, dass er halt irgendwie
auch wenn ihr es scheiße findet, dass wer da jetzt halt diese Lösung wählt oder diesen Weg wählt, vielleicht eure Wortwahl einfach ein bisschen zügelt, vielleicht halt auch einfach versucht, irgendwie diese Entscheidung mitzutragen, hinter ihr zu stehen, und mehr bleibt uns doch auch nichts. Weil was bringt uns das, wenn wir jetzt eine feststehende Entscheidung halt einfach nur noch in der Luft zerreißen? Deshalb einfach hoffen, dass sich Kofeld schnell weiterentwickelt, dass er unser Team weiterentwickelt und das diesmal dauerhaft und nicht einfach nur temporär, um dann wieder irgendwie komplett in alten Trott zu verfallen. Dass er mutig ist, irgendwie auch innerhalb des Vereins und innerhalb der Führungsriegen da wirklich auch einfach mal die Fresse einfach aufzureißen und zu fordern. Und dass er vor allen Dingen den Spielern Beine macht. Deshalb, Leute, egal wie ihr es findet, sehen wir es doch einfach als Chance. Vielleicht sagen wir irgendwann, Werder hat dreimal den gleichen Fehler gemacht, dieser Verein ist so dumm, dem ist nicht mehr zu helfen. Dann ist es vielleicht nachher so, aber Stand jetzt, meine volle Unterstützung hat der Trainer, ich hoffe auch von allen anderen. Und jetzt werden wir halt einfach gucken müssen, dass wir irgendwie diese Saison tatsächlich erfolgreich bewältigen. Also Leute, bis dahin, bleibt sauber.